Da sind wir wieder zurück in der Welt Anno 1800. So, wie gestern schon angekündigt, also werden wir uns um die Fahrstühle heute kümmern. Beziehungsweise auch nochmal um die Gelehrten. Wobei ich tatsächlich erstmal mit den Fahrstühlen anfangen will. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht es los, meine Damen und Herren. Also, Fahrstuhlfabrik. Puh, 500. Okay, müssen wir erstmal normale Arbeit dann nochmal aufwerten. Warte mal, kann ich das nicht auch auf anderen Inseln machen? Wie ist denn die allgemeine Versorgung? Also ich will sowieso nur einen haben. Oh, der macht aber sehr viel. Ja gut, dann können wir auch hier upgraden, oder? Was ist denn die Grundproduktion? Ah! Ah! Easy. Ganz, ganz easy. So, wir haben hier oben eh noch eine fette Ecke. Wobei, wir machen die Upgrades natürlich hier hinten. Ja. Wir machen die Upgrades nicht hier hinten, weil hier hinten gibt es kaum noch Sachen. Ja, komm, wir schmeißen einfach mal die hier hoch. So. Dann haben wir zumindest schon mal die 600. Jetzt weiß ich nicht, ob alles versorgt wird. Ja. Ja. Also wir bräuchten noch eine Kirche und eine Schule. Ach du heilige Scheiße, ist die groß. Okay, die passt ja auch gar nicht rein. Also ich meine, ich könnte es auch hier oben hinsetzen. Muss ja jetzt nicht hundertprozentig schön sein. Na, was ist das? So, und dazwischen packen wir einfach nochmal ein bisschen Dekoration. Welche hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne das hier. So, da müsstet ihr eigentlich auch halbwegs versorgt sein. Da bleibt noch was über. Sehr schön. So, dann haben wir das mit den Arbeitern schon mal geklärt. Erster Schritt. Zweiter Schritt, Dampfmaschinen. Verbrauchen 45. Wie viel produziere ich denn? Gott, frag einen Fuchs, wo Dampfmaschinen sind. Hier. Willkommen in der Manufaktur. Nee, ist fast zu wenig. Aber ich kann die Fahrstühle ja auch immer wieder ausschalten. Also das ist jetzt nicht das Problem. Kunstschreinereien. Habe ich tatsächlich auch zwei auf der Insel? Da hinten. Oh, ich sehe hier ein Ausrufezeichen. Versteckt die Flaschen, der Bosch kommt. Ach so, weil Schienen besetzt, okay. Kunstschreinereien, wo waren sie denn? Hier. Ja, easy, okay. Ich weiß gar nicht, für was ich die brauche. Ja, und das gute alte Eisen. Geht aber auch. Wie gesagt, ich brauch's ja nur temporär. So, wir brauchen auf jeden Fall Energie. Warte mal, hier unten gab's doch irgendwo noch ein Kraftwerk. Hier. Na, schade. Ich meine, ich kann's hier hinsetzen. Gibt's hier einen Marktplatz? Hier unten gibt's einen Marktplatz. Ganz ehrlich, das baue ich mal um. Schiff vom Stapel gelaufen. In der Hoffnung, dass das jetzt da genau hinpasst. Na, perfekto. Ja, keine Ahnung. So rum? Ja. Unsere Fahrstühle sind hochmodern. Zeit, die Produktion in Gang zu bringen. Ganz genau. Wie gesagt, machen wir nur temporär. Dran anhalten!
gut, geschafft. Zeit, die Fahrstühle in Gang zu bringen. Die Leute wollen eine bessere Aussicht. Warum also nicht ein normales Wohnhaus in den allerersten Wolkenkratzer verwandeln? Ja, kriegen wir hin. Unseren Händen. Bau eines Schiffs beendet. Haben wir jetzt schon alle drei? Oh ja, guck mal, die nächste Armee. Flotte erwartet Befehl. Oh, schön. Und da kommt die nächste Welle. Wir helfen, wo wir können. So, zack, zack. Schön. Wirklich schön. Wirklich schön. So, jetzt habe ich das Problem, ich kann mir die Fahrstühle oben nicht anzeigen lassen. Wir haben Fahrstühle, also lassen Sie uns damit unsere Ambitionen hoch. In einer Merkzweckmerk. Der Himmel ist leer, wir füllen ihn. Im Handumdrehen sind wir Herrscher, die auf ihr wunderbares Königreich herabblicken. Okay, also in der Mehrzweckhalle können wir natürlich die Aufträge ändern, haben wir ja schon gesehen. Wir können Kekse herstellen, können wir nicht, weil wir dafür Wolkenkratzer brauchen. Schreibmaschinen brauchen wir. Okay, da brauchen wir Wolkenkratzer Stufe 4. Heilige Scheiße, Alter. Ja, also wie gesagt, das machen wir nur temporär. So, dass wir, ja, weiß ich nicht, erstmal überhaupt irgendeinen Wolkenkratzer haben. Ich weiß auch nicht, mit welchem ich anfange. Vielleicht mit dem hier. 5. Ich sehe es leider nicht. Gut, wir können ja mal ein paar Minuten durchlaufen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ein bisschen um die Gelehrten. Ganz ehrlich, ihr kriegt einfach Zuwachs erstmal. Ich würde hier einfach nochmal eine Reihe hinknallen. So, dann müssten wir fast noch schon die 500 haben, ne? Wie viel passen hier rein? 31, okay. Zufriedenheit, Forschungspunkte. Das ist erstmal zweitrangig. Oh, die brauchen Elektrizität. Scheiße. Oh doch, ihr habt Elektrizität. Ja, uhuhuhu. Okay, ein Problem weniger. Wir brauchen also Maßanzüge. Ja, natürlich. Die machen wir aus Leinen und Baumwollweberei. Also Baumwollstoff. Boah, bring ich... Alles ist nur eine angenehme kurze Fahrt entfernt. Vollkommen... Ja, ja. Melonen kriegen wir auch aus der alten, aus der neuen Welt. Leinen muss ich aus Enbesa holen? Da kümmern wir uns mal drum. Geschlossen. Warum ist denn hier eigentlich noch kein Rezept? Wir arbeiten wohl noch an der Speisekarte. Was brauchen wir denn dafür? Was ist das denn? Zucker. Rindfleisch. Wurst. Brot. Goldbarren. Das können wir entspannt machen. Also entspannt, ja, doch. Genau aus diesem Grund bin ich diese Reise angetreten. Was nochmal, was bringt mir das? Plat du jour. Zusätzliche Einwohner und verringerter Verbrauch von Kaffee, Schokolade und Brot. Aha. Gib mal, hier brauche ich mal Propangas. Wir nehmen das. Sorry. Da sehe ich mich eher. Weil Paprika kriegen ist das wir zugeliefert. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja. Paprika kriegen wir geliefert. Gas habe ich eh keine Ahnung, für was ich das brauche. Von daher können wir das auch ruhig weghauen. Rindfleisch wäre so eine Sache. Kann ich hier Rindfleisch anbauen? Rindfleisch kann man, glaube ich, immer anbauen, ne? Ich habe aber null auf dieser Insel. Okay, dann machen wir mal ganz kurz ein Upgrade. Das hier muss alles geupgradet werden. Dann hauen wir mal ganz kurz, ich würde sagen, so zwei, drei Rindfleischecken noch hin. Was ist denn hier überall los? Entschuldigung, dass ich schreie. Rindfleisch, ja, also, wie gesagt, am Platz mangelt es nicht. Ich will jetzt nur
Hier, komm, wir packen hier vorne Rindfleisch hin. Boah, ich habe schon wieder vergessen, wie das aussehen muss. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, warte mal. Machen wir es mal so rum. Dann haben wir den Platz hier vorne noch ein bisschen effektiver genutzt. Ich erkenne es nicht. Ist das richtig rum? So ist es richtig. So, dann haben wir hier ein bisschen Rindfleisch angebaut. Was wir dann entspannt abliefern können. So, dann erstmal hier ganz kurz. Was? Diese Sache hier macht, ich erwarte hohe Qualitätsstandards. Von Fisch, ja. Okay. Ja, habe ich. Ah, was haben Sie für? Fährt der Zug jetzt ein? Wurst habe ich auch. Was haben Sie für? Fährt der Zug? Brot haben wir auch. Genau, was der Arzt mir verordnet hat. Kümmern Sie sich umgehend. Ich erwarte hohe Qualitätsstandards. Schweinezucht haben wir hier vorne auch schon. Brauchen wir gar nicht nach hinten fahren. Haben wir es jetzt abgeschlossen? Ja, Foto wurde aufgenommen. Ihr Schiff ja. Ist von der Über. Ja! Ah, genau das Richtige für mich. Okay, es hat einfach überhaupt gar nichts gebracht. Super. Danke für nichts. Schrott, hochwertiger Schrott, handeln. Dann, halt, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Gibt's neue Sachen? Neue Welt, Arktis. Ja, komm, scheiß drauf, kaufen wir einfach. So, dann einmal kurz noch abgeben. Die Qualle und, ja, den anderen Schrott brauchen wir, glaube ich, nicht. Sonderer Besucher, bla bla bla. Haben wir denn jetzt mittlerweile Schiffsbaumeister, oh. Baukosten, Unterhaltskosten. Hier, helft euch selbst, Boss. Ah. Du existierst. Leben würde ich das nicht nennen. Arbeitskräfte erforderlich? Wo ist denn der Amigo, den ich gerade bekommen habe? Ach, den habe ich schon? Ja gut, okay, den können wir ja ganz entspannt hier reinhauen. Brauchen wir noch mal ein paar weniger Arbeitskräfte. Ah, da ist die nächste Mission schon wieder. Was? Wir brauchen keine Speisekarte. Wir probieren. Ich hätte gern die Menschen daneben. Danke. Diese Sache hier. Oh, was denn jetzt? Letzten Endes gibt es immer etwas mehr zu tun. Finden Sie Pete Smith, Hammer. Erfolg. Genau, was der Arzt mir verordnet hat. Okay, ich glaube, der Typ wäre perfekt hierfür. Mal ganz kurz gucken. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch Belüfte, an. Alter, jetzt kommen aber auch hier Menschen ohne Ende. Menschen, Bilder, Emotionen. Ist hier los? Schienen besetzt. Items. Alle Wohnhäuser. Clubhaus. Ne, den suche ich nicht. Den suche ich auch nicht. Wer war denn das jetzt? Der hier? Hier. Alle Bauern- und Arbeiterhäuser. Im Rathaus. Okay. Wir brauchen ein Rathaus. Scheiße, muss ich wieder hier. Sie gehören schon fast zur Familie. Ah, und das ist breiter als. Ja, natürlich ist das breiter. Schade. Gut, dann müssen wir ganz kurz ein bisschen umbauen. Ja, und hier die beiden Häuser, keine Ahnung. Packen wir jetzt einfach mal hier oben hin. Hier sollte der trotzdem versorgt sein mit allem. Ja, das ist super ungünstig. Warte mal. Ich müsste das alles ein bisschen verschieben. So, und hier bitte das Rathaus jetzt hinknallen. Mit, und jetzt müssen wir gucken, Zufriedenheit plus Kaffee. Bürgerwehrvollzug.
Alle Wohnhäuser Zufriedenheit plus 10. Alle Wohnhäuser Zusatzeinkommen. Wohnhäuser Clubhaus. Nee, da sind wir weit weg. Grand Hotel. Alle Krankenhäuser haben wir auch nicht. Einkommen weniger, aber Aufstandsgefahr weniger. Hier. Ganz, ganz wichtig. Sparen wir uns super viel an Ressourcen wieder. Alle Arbeitskräfte nach Uni kriegen Varieté, aber Arbeitskräfte plus 15. Das können wir auch mal machen. Und wir haben hier noch alle Kirchen. Ja, okay, die ist nicht in Reichweite. Aus Bankhaus. Nee, Bankhaus ist auch Quatsch. Nach Wirtshaus erhalten Schnaps. Das können wir auch machen. Die würde hier auch nochmal perfekt reinpassen. Wir haben übrigens nur noch 95, ja. Ist eigentlich Stufe 50? Nee, gilt auch noch weiter. Okay. Okay, der war jetzt... Der ist jetzt super schön. Warte mal, ein bisschen was Schönes hinbauen. So. Also da können wir jetzt auch nochmal ganz, ganz krass einsparen. Wenn wir jetzt mal hier in die Bilanzen gucken. Also hier müsste jetzt ja... Ja, hier gibt mal 12, 14. Schnaps können wir so viel einsparen. Ja, also Schnaps... Ist eh voll, ne? Schnaps können wir ganz, ganz viel einsparen jetzt gerade. Wie viel haben wir denn eigentlich? 14. Du Scheiße. Haben wir irgendwo anders noch Schnaps? Nee. Sind alle meine Schnaps... Da hinten. Ach, hier oben auf dem Berg. Guck mal, das können wir doch hier ganz entspannt alles wegklöppeln. Weil das brauchen wir jetzt tatsächlich alles nicht mehr. So, den Marktplatz brauchen wir dementsprechend auch nicht mehr. Mal ganz kurz nochmal gucken, Schnaps, ob es jetzt noch ausreicht. Aber es müsste eigentlich. Ja, immer noch viel zu viel. 12. Also wir können immer noch 6 Dinger wegklopfen. Kartoffeln, okay, machen wir ein bisschen Minus. Aber wir können ja ganz entspannt wirklich nochmal 1, 2 wegmachen. Und wir machen die mal alle weg. Die hier kommt auch nochmal weg. So, dann haben wir jetzt Kartoffeln wieder im Plus und Schnaps. Ja gut, jetzt haben wir hier keinen Schnaps. Machen wir immer noch plus 6, also ganz, ganz entspannt. Warte mal, wir bauen das vielleicht mal ein bisschen um. Wir entwirren mal hier hinten ein bisschen. Also die Dinger hier zum Beispiel. Die können wir jetzt dann doch nach hier oben setzen. Halt. Hallo. Hallo. Was bist du denn? Achso, du bist... Klamottenfabrik. Klamotten können wir übrigens auch einsparen. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was für die Optik. Passt überhaupt nicht. Aber egal. So. Also Schnaps. Plus 2? Okay. Ja gut, reicht ja immer noch locker aus, ne? Kartoffeln. Nicht die Kartoffelfelder, sondern die Kartoffeln. Okay, da machen wir jetzt mehr als genug. Komm, eine vorsichtshalber nochmal bauen. Dann ist das hier hinten wieder gut abgeschlossen. So. Klamottenfarm. Können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Da war ja auch mehr als genug. Naja, okay, das können wir so lassen. Was haben wir denn noch? Fische. Fische würde ich immer sehr, sehr gerne einsparen. Da sind wir jetzt mit 6 drüber. Also können wir mindestens eine wegschmeißen. Wie fahren wir denn überhaupt noch? 9, 2, 4, 6. Wo sind denn die anderen Fische? Da hinten irgendwo, ne? Guck mal, hier vorne ist noch einer. Die können wir auf jeden Fall mal wegmachen. Was ist das denn hier eigentlich Doppeltes? Hallo?
So. Dann sparen wir uns das auch nochmal. Ach so, hier. Neue Befehle? Ja, Qualle und den August Joachim haben wir, glaube ich, sogar schon. So, was haben wir jetzt? Arktis, neue Welt, neue Welt. Gut, dann neue Welt. Fahrstühle. Was sagt der Fahrstuhlbestand? Da, 59. Okay, stopp. Wir machen hier nichts. Genau, wir machen hier nichts mehr. Absolut richtig. So. Oh, ich bin gespannt, wie das aussieht. Wir nehmen uns. Nicht das, sondern ich würde anfangen mit vielleicht. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade hier angekommen. Förster, krass. Nicht allzu viele Änderungen. Oh, nee. Oh, geht sogar sehr gut. Die Nackten ihre Kleider. Den Nackten ihre Kleider. Unter den Guinness Nobs der Stadt. In Afirik Anati. Okay. Ein Hoch auf die Enthaltsamkeit. Manchmal ist, was gedruckt wird, einfach zu. Ja, ja, alles gut. Oh, mein Gott. Der erste Wolkenkratzer. Here we go. Okay, ich bin enttäuscht. Ich bin so stolz. Der erste Stein ist gelegt. Weiter so. Da oben gibt es jede Menge Immobilien. Meine Rivalen versuchen mitzuhalten. Oh, ein guter Witz. Denn das sind alles Versager. Einkaufs- Einkaufspassagen. Die Vorboten einer neuen Ära des Konsums. Es ist an der Zeit, eifrige Besucher in den Tempeln des Luxus zu begrüßen. Einkaufspassagen sind ein neuer Gebäudetyp. Sie verhalten sich wie Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, aber verbrauchen Eingangswaren. Diese Eingänge hängen vom gewählten Patent ab. Beginnen Sie mit einem Kaufhaus. Shit, wo waren das jetzt? Hier. Oh, ich sehe schon, wie groß das wird. Ja, das geht sogar. Drehen. Warum ist das denn richtig? Ja, wahrscheinlich ist es so sinnvoller als... Ja, definitiv. Okay. Sieh jetzt die Galeria Baderet. Nun, heilige Hallen brauchen auch Produkte, die anzubeten sich lohnt. Mögen diese Trottel mit vollen Einkaufstaschen hinausgehen. Wissen Sie, Ihr Katalog ist ja ziemlich dünn. Macht nichts. Donny hat schon ein paar Ideen, wie wir ihn aufpeppeln können. Ich habe die Seitenränder bereits mit Notizen versehen. Ja. Wenn Sie sich beispielsweise für eine Einkaufspassage vom Typ Kaufhaus entschieden haben und ein neues Patent wählen, benötigen Sie einen anderen Eingangswaren. Stellen Sie also sicher, dass sich ein Lagerhaus in der Nähe befindet. Wir hatten hier irgendwo ein Lagerhaus. Da hinten. Die Kunden erwarten eine breite Auswahl. Öffnen Sie den Katalog, machen wir gleich. Ich will erstmal ganz kurz noch. Nein, ich habe jetzt nicht wirklich Straßen gebaut. Nein, habe ich nicht. Ich will mal ganz kurz hier ein bisschen was ändern. So, dass die Leute hier auch durchkommen. Sonst sind sie ein bisschen eingeschränkt. Seht ihr, hier vorne fehlt es doch. Ich war mir unsicher. Das Bajonett auf der Kommode zu sehen, war ein richtiger Schock. Schock! Okay, haben wir. Patent für Toaster auswählen. Hier sehen Sie alle Patente für Kaufhäuser. Im Moment steht nur eins zur Verfügung, später können Sie noch weitere in Rechtschaffen. Klicken Sie auf das erste Patent, um direkt dorthin zu wechseln. Machen wir ganz kurze. Mann, Alter. Georg, du gehst mir so auf den Sack. Na, fast. Schiff unter Beschuss. Nein, wo? Zur Stelle. Oh, ey. Ist nicht dein Ernst? I hate him. Wieso denn immer hier? Hau ab! Ich brauche hier ein Kriegsschiff. Ich
Ich muss hier dauerhaft ein Kriegsschiff haben. Alter, hier ist noch so ein Ding. Okay, das ist ein Flipper. Wir helfen, wo wir können. Das macht mich fertig. Jedes Mal ist der hier. Okay, aber ich glaube, er fährt jetzt. Repariert er sich eigentlich automatisch? I don't think so, wa? Ja gut, du wirst schon überleben. Hier geht los. Schiff und Anteile gekauft. Der haut ab. Ja, bloß nicht zu schnell, aber es ist gerade Gegenwind. Das passt sehr gut. Okay, also Toaster. Auswählen. Wir brauchen, im Grunde genommen verhalten sich alle Einkaufspassagen wie Einrichtung des öffentlichen Dienstes, verbrauchen jedoch Eingangswarten. Ja, ich weiß es doch. Dabei spielt keine Rolle, welches Produkt. Okay. Also, wir brauchen Zink, Glühfäden, Stahl. Habe ich aber im Standard einen Grund hergestellten Produkt, benötige Einkaufs- und unterschiedliche Eingangswarten. Stellen Sie, ja, ich weiß. Abgesehen davon gibt es Boni. Okay. Was gibt es denn für Boni? Zufriedenheit? Frauen, die in den Einkaufspassagen einkaufen, sind die erste Knospe der Befreiung. Etwas für sich zu kaufen, heißt schließlich, selber Verantwortung zu übernehmen. Okay. Ach, hier ist doch sogar ein Warenhaus. Ein Toaster. Die perfekte Falle. Pusten Sie den Geruch von geröstetem Brot raus und erinnern Sie die Kunden an Frühstücke im Kreis der Familie, an Campingausflüge in der Kindheit. Wir müssen auf die Schwachstellen zielen. Die Tipps, die grünen Straßen zeigen Ihnen, wo die Eingangswahl abholt. Nur weiter hinab in die Tiefe. Die grünen Straßen signalisiert über dies, in welchem Bäuerkreis einmal Kreis markiert, in welchem Wohnhaus aus dem Patent profitieren. Hier gibt's einen Kreis? Ich muss Sie bitten, nichts anzufassen, das Sie nicht auch kaufen möchten. Okay, Zink. Glühfäden ist das Problem, glaube ich. Können wir hier nochmal ein bisschen upgraden? Wie viele wohnen denn jetzt hier drin? Es geht wieder aufwärts. Also, Kaufhaus ist das Einzige, was fehlt? Was ist das eigentlich? Wolkenkratzer für Investoren, Stufe 1. Okay. Ja, also das heißt, wir müssen erstmal das Kaufhaus versorgen. Dann können wir theoretisch sogar schon weiter upgraden. Nee, können wir nicht, weil noch 47 Bewohner fehlen. 25 Bewohner fehlen. Ach so! Ah! Okay, Bedürfnis ist gestillt. Das bedeutet, wenn das fertig ist, dann können wir direkt auf Stufe 2 gehen. Schön. Ich habe zu wenig Handwerker. What? Okay, ich muss Arbeiter ausbauen. Ausbauen vor allem. Ja, komm, machen wir einfach hier mal so eine Reihe. So. Wird schon passen. So, 15 Sekunden noch. Was ist hier los? Okay. Die Toaster verkaufen sich gut. Stellen Sie sich nur die Profite vor, wenn wir mehr verschiedene Artikel in den Läden hätten. Ganz genau. Und fertig. Gast? Seewurf wie vielleicht streiche ich dich von meiner. So, kommt wieder eine Nachricht? Nein. Das heißt aber, wir können jetzt zum Wolkenkratzer ausbauen. Ingenieurshaus 0 von 1. Was? Am Studentenleben ist nichts Besonderes. Und was jetzt? Sicher hatten Sie nicht vor, es hierbei zu belassen, oder? Diese Wolkenkratzer können noch weiter wachsen. Und wenn Sie es können, dann sollten Sie es auch. Ingenieurshaus 1, was heißt denn das? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht Lassen so ganz. Lassen Sie uns die Trends von morgen setzen. Ich hol schon mal. Ich wusste, dass ich Sie ins Boot hole. Clever von Ihnen. Erst einmal müssen wir in Forschung und Entwicklung investieren. Ja, äußerst lästig, aber wir delegieren das. Sobald wir das Labor für die eingerichtet haben, können wir uns um die wichtigen Dinge kümmern. Was? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Einführung öffnen, nein. Gebäudevariante, okay.
Erreichen Sie folgende Anzahl neuer Wolkenkratzer in Crown Falls. Ein Wolkenkratzer für Ingenieure. Wie kann ich denn... Also das ist jetzt ein Wolkenkratzer für... Investoren? Aber ich kann doch die Dinger nicht zu Wolkenkratzern ausbauen. Wie schön, in dieser Zeit zu leben. Ja, aber davon abgesehen, dass es ein Handwerker ist. Ach doch, ich kann wirklich Ingenieur. Ah! Zurückgekehrt. Oh! Okay, das wusste ich nicht. Alles klar, was ist denn hier irgendwie los? Sieht der Scheiße aus. Ach, die kann ich auch zu Wolkenkratzern ausbauen. Wir wollen hier den Konsum der Zukunft bestimmen. Viel zu eintönig von außen. Man muss gleich sehen, was einen drinnen erwartet. Menschen mögen Gärten, stimmt's? Klatschen Sie ein Pavillon daneben. Was soll ich machen? Platzieren Sie ein Pavillon neben einem Wolkenkratzer. Why? Warum soll ich denn jetzt einen Wolkenkratzer hier machen? Wolkenkratzer im Pavillon. Oh Gott, machen wir das fertig. Pass mal auf, schieb dich mal kurz hier hin. Muss mal so ein hässliches Pavillon bauen. Wo ist denn das Ding? Gar nicht so übel. Jetzt sollte die Arbeit für Miss Jenny, meine Aushilfe hier, ein Kinderspiel sein. Wir kümmern uns um das große Ganze, sie sich um den Kleinkram. Ja, die Details liegen in meinem Ressort. Nur so nebenbei, mein Name ist Cyrodora. Obwohl Mr. Bader Miss Jenny zu bevorzugen scheint, es freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Muss mal ganz kurz hier wieder aufrüsten. Miss Jenny, seien Sie ein Schatz. Ich habe hier eine Tasche ohne Kaffee. Und jetzt zum Geschäft. Unser erstes Patent. Sie dürfen die Entscheidung treffen, Partner. Was wird es sein? Ah, das erste Patent, was wir auswählen dürfen. Okay, Marktforschung, das Patent. Mein Guru, hier ist mein Vorschlag. Kunden sind anspruchsvoll, aber auch naiv und das müssen wir nutzen. Sie wollen einen Glauben machen, dass sie Komfort, Luxus und Qualität wollen, doch in Wirklichkeit wissen sie es nicht. Schon, was? Achso, wissen sie nicht, was sie wollen und möchten geleitet werden. Mit dem Toaster haben wir sie schon dahin schmelzen lassen. Ob es nun nach Gülle stinkt oder nach Schmiere, was macht das schon für einen Unterschied? Ganz genau, das sollten wir fortführen. Diese Trottel lechzen nach einem neuen Gerät, also geben wir ihm eins. Die Galerie soll Modernität, nehmen Sie weitere Maschinen ins Angebot. Luxuriöses. Luxus, ja, wir spiegeln Ihnen einen opulenten Lebensstil vor und Sie werden schuften dank der Illusion, dass Sie das alles haben können, wenn Sie nur hart genug dafür arbeiten. Köstlich. Woran haben Sie gedacht? Verkaufszahlen der Toaster sprechen für sich. Noch etwas Kulinarisches? Oder etwas, das dazu passt? Die Leute müssen ja auch von irgendetwas essen. Ja, essen. Oh, Geschirr, natürlich. Oh Gott, Geschirr. Ein Produkt, das wir günstig einkaufen und teuer verkaufen können. Miss Jenny, besorgen Sie blaue Farbe, da muss das Firmenlogo drauf, damit jeder weiß, dass es von Bader ist. Wer ist Bader? Gut, wir upgraden erstmal nochmal. Sehr wohl, Mr. Bader. Ich kümmere mich darum. Okay, das dauert noch ein bisschen. Wunderbar. Ich melde mich, sobald das Labor mit dem Patent fertig ist. Ja, ich freue mich. Freue mich. Also, erster Schritt getan. Das müssen wir noch upgraden. Das habe ich nicht vergessen. Wobei, das ist ja auch richtiger Quatsch. Warte mal. Oh ne, was ist denn jetzt los? Sicher würde ein höherer Wolkenkratzer, der von den kleineren umgeben ist, das schönste Stadtpanorama bieten. Was ist denn jetzt los? Mr. Bader, es gibt ein Problem. Während ich heute Morgen unterwegs war, ist jemand in das Büro eingebrochen. Die Farbe für das Markenlogo wurde gestohlen. Okay, also je größer, ne, Panoramaeffekt. Sie sind ausgegangen, Miss Jenny? Ich dachte, Sie leben für Ihre Arbeit. Nun, können Sie unsere Forschung trotzdem fortsetzen? Leider nicht. Ohne dieses Material können wir mit dem Prototypen nicht fortfahren. Vielleicht können Sie die fehlenden Waren ersetzen, altes Haus. Sie wissen schon, Ihren Teil der Abmachung einhalten.
Ich weiß nicht, ob ich das unter den derzeitigen Umständen Miss Jenny anvertrauen kann. Oje, das hält auf. Verschwendete Zeit, verschwendetes Geld. Miss Jenny, mein Partner und ich werden wohl über ihr Gehalt nachdenken müssen. Stimmt's? Vielleicht ein eifriger Rivale, der seine Chancen erhöhen will? An Verleumdungen bin ich ja gewöhnt, das gehört zum Geschäft. Aber dass sich ein Konkurrent zu Diebstahl herablässt, beschämend. Die Produktion wird Zeit kosten, also sollten wir unser Portfolio erweitern. Unsere Einkaufspassage könnte sich um die Einrichtung für die leeren Bürotürme kümmern. So, sind wir jetzt irgendwie fertig? Also wir müssen Farbe liefern. Was ist denn hier los? Okay. Zwei ausgezeichnete Panorama-Effekte soll ich noch machen. Und ich muss noch diesen Ingenieurstower hier irgendwie hochbomben. Ja, ja, gut, ihr braucht Brillen, aber ich hoffe, die kommen irgendwann. Oh Mann, ey. Jetzt geht's ja wieder richtig von vorne los. Wieso wohnen hier eigentlich mehr als überhaupt möglich? Achso, weil ich hier Panorama-Effekt wieder habe. Okay, das heißt, ich müsste eigentlich für Haie hier auch nochmal einen machen. Jetzt müsste ich das aber haben, oder? Für einen beliebigen Wolkenkratzer zwei ausgezeichnete Panorama-Effekte. Ich verstehe es nicht. Meine Kumpel aus dem Beast Club haben die verdammte Wette verloren. Von hier oben kann man keine Erdkrümmung. Ich verstehe es nicht. Zwei ausgezeichnete Panorama-Effekte? Was heißt denn das? Ich weiß es nicht. Gut, wir machen erstmal Schluss für heute. Das war mir eindeutig zu viel. Was ist denn hier los? Ach, es brennt. Oh, ich habe gar keine Feuerwehr? Doch, wo sind die? Da oben. Müssen wir ein bisschen mobilisieren. Keinen kümmert's, wenn wir hier drauf gehen. Doch, doch, mich kümmert's. Aber Feuerwehr, da ist die erste und da kommt schon die zweite. Ich hoffe, wir kriegen's hin. Deswegen drehen hier gerade alle durch. Außer Kontrolle. Was denn jetzt? Ja, ich weiß doch. Alter, hier ist ja alles kaputt. Sind bloß meine Kinder. Haben nicht mehr viel zu retten, ne? Wo sind denn die Feuerwehren? Jetzt brennt das wieder. Ach ne, das ist ein altes Gebäude. Da ist die zweite Feuerwehr, oder? Ja. Löschen, bitte löschen. Naja gut, sie werden es hinkriegen. Ich werde einfach mal hier bleiben. Dann, obwohl. Ja, ist egal. Werde ich es sehen in der nächsten Folge. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann geht es weiter an die Wolkenkratzer, die irgendwie noch nicht so ganz hervorstechen. Schwierig, aber es geht auch noch deutlich höher, ne? Ja, dann versuchen wir uns auch nochmal an die Gelehrten und wir müssen das hier irgendwie alles hinkriegen. Farbe und Lacke, ich habe keine Ahnung, wie man die herstellt. Ja, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kaugummis müssen wir auch herstellen, zumindest hier bei dem einen. Kekse wollen die dann auch haben. Mann, Mann, Mann. Es wird einfach nicht weniger, eher im Gegenteil, es wird eher mehr. Und das ist schon krank. Aber gut. Wir basteln weiter. So, kommt gut in die Woche rein. Zum Raub der Flammen. Und passt auf euch auf. So, ich hoffe, jetzt kann ich mich kurz verabschieden. So, bis dahin. Bis nächsten Samstag, 20:15 Uhr, Anno 1800. Adios, meine Lieben.